diese Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen, also diese Superkräfte wieder herauszuholen aus den Pflanzen, ist tatsächlich was, was jetzt wichtig wird in den nächsten Jahren. Bio-Pioniere. Oh, the summer time is coming, and the trees are sweetly blooming, and the wild mountain time rolls around the blooming heather. Will you go, lassie, go, and we'll all go together to black wild mountain time, all around the blooming heather. Willkommen bei den Biopionieren. Mein Name ist David Spencer, ich bin promovierter Biologe und Wissenschaftskommunikator. Ich rede gerne über Pflanzen, über Gemüse, über Landwirtschaft und wie wir sie nachhaltiger gestalten können. Das hier sind Superheldinnen mit unsichtbaren Verbündeten. Heute geht es um Hülsenfrüchte oder Leguminosen. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, was die so drauf haben. Ich habe mich immer schon dafür interessiert, wie die belebte Natur funktioniert, weil irgendwie hat ja jeder von uns was mit Pflanzen zu tun im Alltag. Ob wir Möbel kaufen, Auto fahren, wo Biodiesel getankt wird, ob wir Kleidung uns besorgen, ob wir essen, was wir alle müssen. Das hat alles mit Pflanzen und Pflanzenprodukten zu tun. Ich möchte einfach, dass die Pflanzenforschung wieder populärer wird, weil Pflanzenforschung ist ein wichtiger Baustein, wenn wir wirklich in Richtung Nachhaltigkeit gehen wollen. Pflanzen sind ja von sich aus Meisterinnen der Anpassung, also die haben es ja eh geschafft, über Jahrtausende zu bestehen. Pflanzen sind im Boden verwurzelt, können nicht weglaufen und wenn jemand an denen knabbert, dann müssen sie halt damit klarkommen. Sie haben es geschafft, dagegen Mechanismen zu entwickeln. Sie haben Abwehrstoffe, sie können sich mit dem Wind verbreiten, mit Tieren mitreisen, um neue Gebiete zu erschließen. Sie sind schon sehr intelligent in ihrer Evolution. Aber die Pflanzen, die wir jetzt benutzen auf unseren Feldern, die Nutzpflanzen, die sind natürlich deutlich schwächer als die wilden Pflanzen. Die haben zunehmend ein Problem damit, sich gegen Krankheiten und gegen Trockenheit und solche Dinge zu wehren, weil wir sie eben Jahrhunderte, Jahrtausende lang auf ein bestimmtes Merkmal hin gezüchtet haben. Und das ist Ertrag. Und Ertrag ist nun mal nicht alles. Die klassische Züchtung, dieses Kreuzen, was man zum Beispiel kennt, das dauert einfach Jahrzehnte, bis man da bis zu einer neuen Marktsorte gelangt. Die neuen Züchtungsmethoden, die erlauben es uns, ein bisschen schneller zu sein, innerhalb weniger Generationen zum Ergebnis zu kommen. Und gerade in Zeiten des Klimawandels ist das sehr wichtig, weil wir haben nicht so viel Zeit. Der Klimawandel, der schreitet unaufhaltsam voran. Man merkt es schon wieder im eigenen Garten, genauso wie auf den Feldern. Und da ist die Pflanzenforschung elementar. Denn sie kann helfen, die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Ich betrachte mich selber schon als ökologisch bewussten Mensch, der versucht, natürlichere Lebensweisen zu verfolgen. Aber ich habe auch gemerkt, vielleicht auch gerade durch mein Studium, dass bestimmte technische Dinge, die vielleicht im Kopf für uns das Gegenteil sind von natürlich, da trotzdem ganz gut mit zusammengehen, mit so einem ökologischen Leben. In meiner Doktorarbeit habe ich mich zum Beispiel damit beschäftigt, wie man Sojabohnen resistenter machen kann gegen Schädlinge. Das bedeutet, ich suche Pflanzen, die resistent sind von Natur aus, finde heraus, welche Gene sind dafür eigentlich notwendig und übertrage die in die Sojabohne. Und dann kann man eben schauen, hat das was gebracht, ist die Sojabohne jetzt auch resistent. Aber das ist natürlich Gentechnik im klassischen Sinne. Dadurch, dass das so komplex ist, dieses Thema, und dass man das nicht so einfach verstehen kann, ist da so eine gewisse Angst mit verbunden. Und das ist so ein Thema, weshalb ich auch so gerne Wissenschaftskommunikation mache, weil ich diese Angst ein Stück weit nehmen will und in Faszination umwandeln möchte. Pflanzenzucht war schon immer Teil einer Menschheitsgeschichte, Teil einer Zivilisationsgeschichte, die notwendig war, damit wir eben so viele werden konnten. Jetzt, wo wir so viele sind und gucken müssen, dass wir die Ressourcen nicht so arg verbrauchen, können wir wieder unser Wissen benutzen, was wir jetzt gewonnen haben, um die Pflanzenzüchtung selber besser zu machen. Und die neue Gentechnik ist eigentlich nicht wirklich was anderes, außer dass sie präziser ist. Es gibt keinen wissenschaftlichen Anhaltspunkt, dass das irgendwie risikobehafteter wäre als alles, was davor gemacht wurde.
ich habe früh gemerkt in meiner Doktorandenzeit, dass ich meine Arbeit mit der Kommunikation verbinden muss, für mich zumindest, weil ich schon in meiner Familie teilweise Diskussionen über Gentechnik und andere Themen hatte und über Ernährung. Und ich gemerkt habe, die Menschen haben wirklich sehr, sehr viel Unsicherheit und sehr viel Skepsis gegenüber diesen Themen, teilweise historisch gewachsen oder auch einfach aufgrund von Fehlinformationen von außen. Und da möchte ich ein bisschen dagegen arbeiten. Ich habe verschiedene Formate der Wissenschaftskommunikation ausgetestet. Ich habe ein eigenes Buch geschrieben, einen YouTube-Kanal gestartet. Aber angefangen hat das Ganze eigentlich mit dem Science. Also, ich komme jetzt ein bisschen runter und möchte euch was über Pflanzen erzählen. Ich versuche eigentlich immer Formate zu finden, wo man auch so eine Art Feedback hat, dass mir auch Leute kritische Fragen stellen können und ich darauf eingehen kann. Gerade was kontroverse Themen angeht, oft liegt die Wahrheit ja irgendwo da in den Nuancen. Und das Charmante beim Science Slam ist ja eigentlich, dass man wirklich dem Publikum in die Augen schauen kann und die direkte Reaktion merkt. Man sieht die kritischen Momente und das ist für mich total interessant, weil man nonverbal und verbal in einen Austausch tritt. Und nach den Vorträgen kommen die Menschen oft zu mir und wollen dann noch mal genauer wissen, was wir eigentlich im Labor so machen und wie man das noch benutzen kann. Mein Ziel ist es, die Pflanzenthemen weiter voranzubringen. Und falls ich in die Wissenschaft zurückgehen werde, werde ich die Wissenschaftskommunikation auf jeden Fall mitnehmen. Denn ich finde, Wissenschaft sollte die Bühne kriegen, die ihr gebührt.